Sebero-Review. Wir machen heute einen Livestream mit allen Sorten und zeigen euch jetzt die, die wir in dem Video vorstellen. Preislich liegt das Ganze übrigens bei 5 Euro für 25 Gramm, also normaler Darkblend-Preis. Setup-Empfehlung, Pfanne, Meerloch, wie ihr wollt. Wenn Pfanne, wäre Setup-Empfehlung, aber auf jeden Fall relativ fluffig bauen und gut ein bisschen über den Rand gehen. Der ist auch nicht zu stark, das heißt nikotinmäßig müsst ihr euch da bei einem Vollkontakt jetzt nicht zu viele Sorgen machen. Aber baut den gerne auf ein bisschen Kontakt und schön fluffig und dementsprechend ein bisschen hoch. Das scheint dem sehr gut zu tun, was die Flavor angeht. Wir testen den Sweet and Sour von Sebero. Süße Zitrusnoten mit einer leichten Säure. Kopfbau ist fertig, so sieht das Köpfchen mit dem Sweet and Sour aus. Rein ins Rauchen, würde ich sagen. Wir kommen zum Geschmack vom Sweet and Sour. Aber erstmal noch einen Zug. Also, ne, Rauchentwicklung, seht ihr, Geschmack. Also Rauchentwicklung, herausragend gut. Super smooth zu rauchen trotzdem, obwohl er gerade sehr viel Hitze bekommen hat. Geile Nummer. Also, der ist nicht super komplex, der ist nicht super wild. Das ist ein Zitrus-Flavor. Ich könnte jetzt nicht genau sagen, was da überwiegt. Wahrscheinlich so eine Zitronenkopfnote, aber die genaue Zusammensetzung und was da alles mit reingemischt wird, weiß ich nicht. Am Anfang ein süßer Eindruck und je länger du den Rauch auspustest und der Nachgeschmack dann auch noch zusätzlich geht in eine sehr saure Richtung. Ich finde den geil. Ich mag den. Ich mag so saure Zitrussachen. Der ist ein bisschen frisch, der ist sauer und der ist einfach lecker. Zitrus an und für sich ist jetzt nicht so mein Fall, muss ich wirklich sagen. Und leider der Sweet and Sour auch nicht. Marvin hat es schon recht gut beschrieben. Es wird ganz am Anfang süß, sehr süß. Und sobald du ausatmest, finde ich, ist es sauer. Und wenn du fertig bist mit dem Rauchen, hast du es noch auf der Zunge. Und das finde ich aber auch bei allen Sebero-Sorten so gut, dass die so vollmundig auf der Zunge bleiben. Jetzt, wenn ich mit dir spreche, ich habe immer noch diesen sauren Film auf der Zunge. Ich habe es auch immer noch drin. So, und das finde ich geil. Das ist echt geil gemacht. So, es gibt ja ganz viele Sachen, wo es halt nicht so ist. Und deswegen finde ich den Flavor an und für sich okay, aber ich mag halt keinen Zitrus. Ich mag eigentlich auch keinen Zitrus, aber den Sweet and Sour finde ich eigentlich echt gut, muss ich sagen. Marv hat es schon sehr gut beschrieben, am Anfang wirklich eine sehr süße Zitrusnote, Zitronennote, im Abgang dann wird es sauer. Ich würde immer noch sagen, das ist so ein Zusammenspiel aus mehreren Zitronenarten und finde es ein super Mischtabak, weil der auch nicht zu aufdringlich ist, sondern wirklich so die Waage hält zwischen intensiv, authentisch und diese Komplexität von süß und sauer macht es einfach super lecker. Ich habe noch das Gefühl, da ist so ein bisschen Zitronenabrieb dabei. Ja, für das Saure könnte schon gut sein, aber. Eine leicht bittere Note, finde ich auch. Ja. Ja, schon ein bisschen. Ja. Aber auch ein gutes Ding. Also Sweet and Sour, ich mag den sehr. Das war unser Review zu dem Flavor. Schreibt gerne mal in die Kommentare, falls ihr ihn probiert habt, wie ihr den findet. Ansonsten Daumen nach oben, Abo da lassen, bei den Jungs vorbeigucken. Bis zum nächsten Video.